Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und auch somit einem neuen Spiel, Conan Exiles. Ja, gestern rausgekommen, am 31. und mit dabei der liebe Füsi. Hallo, lieber Manus. So. Ohne Witze. Junge, das geht nicht lange gut hier, sage ich dir, dann... Alter. Ja, guck unter mein Röckchen. Ey, warte mal, dreh dich mal um. Drück dich nochmal. Wieso? Ja. Ist zwischen deinem Pobacken eine Naht? Ach so. An der Hose. Das war mal eine harte Nacht. Au. Au. Mit dem Schwarzen aus dem Nachbardorf oder was? ja. Oh, du trägst aber auch ein Hüfthöschen, ey. So soll ich so sagen, ja. Ach so, scheiße, ich habe ja schon eine Hose gecraftet, wo ich auf dich gewartet habe. Normalerweise. Wie kann ich hier von außen? Lol. Aua. Okay, das wusste ich nicht. Ich glaube, PvP ist an. Ja. Warte mal. Oder? Oh, du hast gerade voll das Blut im Gesicht. Hau mich noch mal. Lol, ich kann raus. Alter, was hab ich denn oh. an? Oh. Ja. Oh, Alter. Warte mal eben. Ey, hast du auch nur so einen Fummel an? Ja. Ach, was für schöne Arschbäckchen. Lebt das Spiel jetzt schon. Ja, gut. Ah, okay. Oh, erstmal Hose anziehen. Ja. Ach, mit V kannst du noch sagen. Sau bin ich eine heiße Braut. Alter, guck mal, ich hab viel größere Hupen wie du. Hä? Warum? Aber volles Rohr. Oh, aber echt. Guck mal an, Junge. Ich hab so Kriegermöpse. Du hast so Erotikmöpse. Und oh, die wackeln voll, wenn du dich bewegst, Alter. The Knees. Wow. Okay, das Spiel ist strange. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt in die Außenansicht gekommen bin. Achso, mit Mausrad zoomen, ja genau. Achso. Okay. Ja, easy. Oh, was haben wir hier? Warte mal, hier liegt was. Ja, das habe ich schon aufgehoben, da liegt eine Wasserflasche, klar. Okay. Okay, es handelt sich hierbei auf jeden Fall um ein Survival-Game, meine lieben Freunde. Aber was ist mit dem Zettel, der hier liegt? Wenn du den aufhebst, dann spricht irgend so ein Typ zu dir. Wie nimmt man jetzt zum Beispiel von dem Skelett die Knochen? Oh, das weiß ich auch nicht. Habe ich auch schon versucht herauszufinden. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Ja, hab's versucht. Was ist jetzt hier? Ich kann den Zettel nicht aufheben. Warum nicht? Wie geht denn das? Angucken und dann E. Warte mal. Ist deine Stufe aufgestiegen? Warum das denn? Weiß ich auch nicht. Steig auf. Jetzt konnte ich den Zettel nehmen. Reading. Okay, Moment. Warte, da erklärt mir das gerade. So. Okay. Was denn? Eine Steinpicke. Ach ja, okay. Also, es handelt sich hier erstmal ganz kurz nochmal, um hier die Einführung zu kriegen. Wie hast du diese Dinger da aufgenommen? Welche Dinger? Wie hast du es aufgesammelt hier, die Büsche? Zu den Büschen gehen und dann E drücken. Und dann kriegst du Pflanzenfasern. Geht denn das bei mir nicht? Keine Ahnung, einfach hier vom Busch stehen und dann E drücken. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, auf jeden... Ah, jetzt. Okay, Pflanzenfaser. Okay, auf jeden Fall, ja, es handelt sich um ein Survival-Game. Ne, Koop, Multiplayer und so weiter und so fort. Ist jetzt am 31. rausgekommen. Wir haben hier eine Early Access, ne, das wollen wir nicht vergessen. Das heißt, wir haben keinen... Dunst, also wirklich überhaupt kein Dunst, was uns hier für einen Umfang erwartet. Gesundheit. Danke. Das wollen wir jetzt einfach mal testen. Aber da ich und Füsi, oder Füsi und ich,
hier die absoluten Survival-Experten sind, wie wir schon ganz oft bewiesen haben, ja, wollen wir jetzt hier einfach mal richtig reinhauen. Normalerweise spielen wir Survival-Games immer im Livestream und haben da mega viel Spaß und wir werden es jetzt einfach mal mit Let's Play versuchen, was natürlich echt cool wäre. Oh, wo ist denn Werkzeug zum Ernten aus? Moment, ey, was natürlich echt cool wäre, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lassen würdet, wie ihr es findet, dass wir jetzt hier survivalmäßig unterwegs sind, ob wir das weitermachen sollen, ob wir das lieber doch im Livestream machen sollen, also oder auch im Livestream, sagen wir es eher so, oder ob ihr hier ein Let's Play sehen wollt und so weiter und so fort. Also das wäre wirklich sehr, sehr cool, wenn ihr uns da einfach mal ein bisschen Feedback da lasst. So, ja, in den Kommentaren oder ein Däumchen nach oben gebt oder was auch immer. Das wäre sehr nett. So. Okay, dann muss ich erstmal ganz kurz schauen hier. Ich muss mal in mein Inventar und da kann ich mir eine Dingsbums machen. So, eine. Habe ich die jetzt gebaut schon? Was? Ne, das dauert Zeit. Wenn du I drückst, unten links ist eine, unten ja, rechts denn? Ist eine Warteschlange. Da steht das dann, okay, wie lange ja, du brauchst, das aufzubauen denn? Und so. Erstellen. Ich kann brauche Stöcke. Wo ja, ist hier? Warte, müssen mal, weiter glaub, nach da vorne. Die Straße folgen, ne? Ja. Okay, das sollten wir vielleicht mal machen, weil Durst und Hunger ist hier auch ein bisschen blöd. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Axt, eine Spitzhacke. Aber für sie? Ja. Einfach deinen zarten Po, wenn ich Hunger habe. Hey, ich frage mich, warum ich diese Kackknochen hier nicht nehmen kann, ey. Warum? Eine Spitzhacke, da brauchen wir aber ein bisschen. Was ist denn Werkzeug zum Ernten aus? Warum denn immer ein Werkzeug? Ja, das ist bei den kleinen Büschen. Da geht das nur mit den Dingen. Bei den großen Büschen kannst du das so mit der Hand machen. Ich stelle jetzt gerade eine Spitzhacke her und habe sie fertig. Woo. Wo hast du denn, ja. Warte mal, Warteschlange. Ach so, habe ich das jetzt schon an? Das zieht die automatisch an, ja. Wenn du was herstellst. Aufsteigen. Ah, und jetzt kann ich hier. Neue Rezept. Ja. Oh, lol. Handwerk, Lehrling. So. Aha, okay. 55.003. Verfügbar ins Handwerk, Lehrling. Was kann ich da machen? Eine Steinachse, ein Faser, ein Becher, ein Zwirn. Ja, ein Zwirn ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Oh, ich tu mal ein Lager. Alter, aber das ist, ey, guck mal hier rein, was es hier schon alles gibt. Ja, das ist aber echt viel, ja. Ja. Oh, ich wollte gerade das Lagerfeuer lernen, aber das kann ich erst mit Stufe 3 lernen. Okay. Warte mal, ich habe hier noch Kosten 1. Aufsteigen, warte mal, wie viel kosten? Nee. Ach, 2 Attributpunkte habe ich. Vitality werden wir auf jeden Fall mal machen. Hast du dieses Handwerk-Lehrling gelernt? Ja. Okay. Ja. Dann tue ich das auch mal lernen. So, was können wir einmal herstellen? Was können wir herstellen? Eine Faserbettstatt. Eine Matratze aus Blättern, Zweigen und Gras, okay. Und was haben wir hier? Ein Zwirn. Zwirn, ja. Machen wir mal, ne? Mir geht das Wasser zur Neige. Sollte man hier aus der Wüste raus. Ah. Okay, ich bräuchte aber. Ja. Stock. 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 Hier vorne waren gerade ganz viele. So, warte mal, hier mal noch so ein paar Fasern mitnehmen. Ja, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, ja. Stein noch. Dann noch ein Stein. Wo sind denn diese Kackstöcke? Ich weiß nicht, hier lagen die ganze Zeit welche im Sand. Jetzt sind sie nicht mehr da. Die liegen hier einfach im Sand rum? Ja, genau. Oh, lol. Okay, wir sollten vielleicht einfach mal weitergehen, weil ich glaube, wir sind sonst echt am Arsch. Ja. Ich weiß nicht, diese Drinkpulle, die wir haben. Warte mal. Use? Ja, die kann. Ah, okay. Kann man die nehmen? Ja, ja. Okay. Okay, das ist leer. Super. Ich habe vorhin schon was getrunken. Kannst du dreimal benutzen. Ah, okay. So, dann laufen wir einfach mal. Ah, hier ist ein Stock. Alles klar. So, warte mal, jetzt habe ich mal den Stock. Aber man muss auch sagen, grafiktechnisch ist das Ganze hier echt cool. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und es scheint auch schon relativ umfangreich zu sein. Aber wir sind einfach mal gespannt. Wir lassen uns mal überraschen. Mal gucken, was wir hier alles machen können. Ich denke mal, so ein bisschen Dings bauen hier. Unterschlupf bauen und bla bla bla. Und naja, mal gucken. Sag mal, wo bist du? Ach, da. Weitergelaufen. Nee, du läufst zurück. Ja. Oh, lol. Ich denke mir, ja, hier liegen. Brauchst du noch Stöcker? Guck mal, hier liegen ganz viele. So.
Ast. Sag mal lieber Ast dazu. So, dann können wir erstmal wieder was craften. Und zwar kann ich mir jetzt eine, genau, eine Pickaxe herstellen. So, warte mal, kann ich mir jetzt eine Hose schon? Ne, eine Hose habe ich immer noch nicht. Achso, grauenhaft. So. Faser. Also hier sind noch ganz viele Büsche, wenn du noch Fasern brauchst, hier oben bei mir. Da kriegst du bestimmt die Hose fertig. So, okay, dann snacken wir uns das hier mal alles zusammen. Oh, ich bin so aufgeregt, ey. Ich bin gespannt, was uns hier für ein Abenteuer erwarten wird, ey. Ohne Mist. So, 26. Mal ganz viele Steine sehe ich gerade so. Aber warte mal, ich hab da jetzt eine Pickaxe. Kannst du hier draufhauen? Was ist denn überhaupt ein Zwirn? Keine Ahnung. Ein Seil oder sowas? Was ist denn, wenn ich hier drauf hau? Passiert nichts. Wo drauf? Auf den Stein? Ja. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Aber ich habe jetzt eine Axt. Aber naja. Okay. Mal hier noch ein paar Steine fix auflesen. Du hast doch die Axt auch gelernt, oder? Was kann ich hier? Die Axt habe ich auch, ja. Ja, dafür brauchst du nochmal 5 Stöcke und 20 Steine. Ja. Gut. Passiert jetzt was, wenn du das Ding nimmst? Ist nur meine Spitzhacke geht kaputt, aber das war's auch. Ich bekomme keine Steine, nix. Echt strange. Wo ist denn Werkzeug zum Ernten aus? Leute, jetzt einfach mal weiter drauf. Mal gucken, was passiert. Mach mal. Also der Sound? Okay. Kaputt gegangen? Deine Axt? Super. Ja, mein Dings ist kaputt gegangen. Hier oben liegen drei vielleicht Stöcke. Aber vielleicht sollten wir auch einfach mal weiterlaufen. Ja. Ey, wir pimmeln hier voll leider. Wenn du noch Stöcke brauchst, hier vorne sind nochmal 3. Ja. Und da oben sind auch noch mal welche, dann kannst du hier wieder eine neue Spitzhacke machen. Warte mal, ich brauch's mal hier. Oh, ich bin hungrig. Ich kann mir jetzt erstmal ein Höschen herstellen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, wenn ich ehrlich bin. Ich stell. Und so eine Garderobe hier, so eine Garderobe. Nein, du weißt schon, was ich meine. Ja. 25 Pflanzenfaser. Ich habe 40 Pflanzenfaser. Wieso kann ich das nicht herstellen? Seh nicht. 40 Pflanzenfaser und wieso kannst du mir kein Oberteil erstellen? Ey, was gibt's hier oben? Du musst auf das Oberteil draufklicken und dann auf Herstellen. Ja, ist mir schon klar, aber wenn es ausgegraut ist, geht es ja nicht. Ja, dann geht's nicht. Mal, vielleicht müssen wir warten, bis die Hose fertig ist? Ich habe keine Ahnung. Das könnte sein. Ach so, und dann wäre das erst abgezogen. Jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich nämlich nur noch 22. Ach so. Okay, jetzt reicht es auch nicht mehr. Okay, das ergibt Sinn. So, jetzt kann ich es herstellen, das Oberteil hier. So, pass auf. Oberteil also herstellen. Okay, cool. So. Wo müssen wir hingehen? Ich weiß nicht, da vorne sieht aus wie Ruin. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ich will mir keine Axt machen. Okay. Warte mal, ich brauche mal eben noch ein paar Stöcke. Ja. Und dann können wir direkt los. Ich warte hier auf dich. So, was können wir denn noch herstellen? Wieso habe ich jetzt wieder eine Spitzhacke, die ganz ist? Keine Ahnung. Wohl. Okay. Ach, dafür wo bist brauchen du? Wir wo bist du hin? Ich stehe hier unten. Du siehst mich da, oder? Nö. Hier unten. Ach, da, ja. Okay. Gibt's eine Karte? Oh, es gibt eine Karte auf M. Aber echt? Jo. Oh, yeah. Aber eine komische Karte. Wollte ich gerade sagen, wo sind wir denn? Ach, egal. Aber ohne Scheiß, wir verrecken dich am Hunger. Ja. Wenn du diese, wir sollten weiterlaufen, wir müssen weiter. Wenn du diese Fasern gesammelt hast, du hast da Termiten manchmal gefangen, eine Handvoll Insekten. Die kannst du essen. Bienen, Insekten? Samen habe ich. Ach, hier, Termiten. Du's? Kannst du wirklich essen? Ja. Split. Warte mal, Split? Ach so, Split, okay. Oh, Tino, guck dir das da vorne an. Oh mein Gott. Warte. Okay, ich hab die Termiten reingehauen.
Bringt zwar nicht viel, aber was denn? Wenn du deine Axt wegmachst, deine Spitzhacke aus der Hand nimmst, bist du schneller. Okay. Beim Laufen. Wie nehme ich die aus der Hand? Wieder eins drücken. Guck mal da hinten, was da auf den Stein sitzt. Lol, so was ist das denn? Flugvieh oder so. Okay. Können wir da hingehen? Ja. Ernsthaft? Ach, hau ich um. Ich habe eine Axt. Okay. Ich warte mal hinter dir einfach. Okay. Ich guck mal, wie es verläuft. Ja. Pass auf. Wenn nicht, reiß einfach das Oberteil runter. Ja. Jawohl, vielleicht sollte ich dann lieber vorgehen. Hula, 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 hula. Deine Mann gerade reinkommt. Hat Angst. Das Ding ist weggeflogen. Spinner, ey. Das hula, hula ist weggeflogen. Ja. Okay, warte mal, der guckt mich gerade an. Jetzt schreit er mich an, jetzt fliegt er weg, okay. Ach so, hä, bei mir ist er schon lange weggeflogen. Ja, das ist. Ach so, hier, hat jeder sein eigenes. Wahrscheinlich Ding. So storymäßig. Oh, guck mal hier, komm mal nach hier oben. Was denn nun schon wieder? Mensch, du gehst mir voll auf den Sack, ich will in Ruhe fahren. Hier ist eine Leiche. Oh, wer ist er denn? Oh, da fehlt noch was. Drücke E zum Interagieren. Ich kann nicht interagieren, was soll das? Den haben wir zu zweit so vergewaltigt. Oh, warte, Reading. Ich kann nicht. Ah, jetzt. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. Das sind irgendwelche Beasts im Sturm. We hear the skittering of their paws outside the ruins and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Torches und es ist irgendwas im Sandsturm hier. Okay. Und wir brauchen habe ich das richtig gehört mit der Axt? Und eine Axt und Torches. Ja, gut, dass wir einen dabei haben, der Englisch kann. Nee. So, warte mal. Okay. Jus. Aber wo ist denn überhaupt der Sturm? Ah, hier drüben. Keine Ahnung. Sandsturm. Ich stelle jetzt eine Torch her. Torch. Oh, kann ich auch schon? Zwirn. Kann man mit einem Zwirn machen? Info. Zwirn kannst du das Bett mit herstellen. Der Zwirn ist ein robuster Faden, mit dem primitive Waffenwerkzeuge zusammengehalten werden. Zwirn hat den Vorteil, dass er aus geblündeten Zutaten wie Pflanzenfasern sehr leicht hergestellt werden kann. Allerdings. Okay. Ja, und Zwirn ist. Ledertagebuch. Ja, das haben wir gerade gekriegt von dem Typen. Ach so, ja. Okay, und das ist das andere Gegritzel? Scheiße, ich bin schon wieder hungrig, ey. Doch. So, aber ich habe eine Torch. Was? Geht das Leben schnell runter? Ich muss was essen, sonst bin ich tot. Ich bin nicht tot. Scheiße, aber was denn? Sollen wir denn essen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe hier noch so 15 Dinger hier. Dann ess die. Hab ich. Also es regeneriert halt so gut wie gar kein Leben. Ja, lass mal da vorne in die Spalte gehen. Renn mal nicht so sehr rum. Okay. Ja, weil ich glaube, wenn du rumrennst... Okay. Warte mal, ich glaube, ich kann aufsteigen. Ja, ich kann aufsteigen. Ich kann neues Rezept lernen. Ich bin schon wieder hungrig. Scheiße. Was soll ich für ein Rezept lernen? Weiß ich nicht. Leichter Brustpanzer. Irgendwas mit... Gibt's irgendwas mit Wasser? Oder Essen? Das wäre mal eine Möglichkeit. Komm. Ich gehe mal da vorne in die Spalte, mal schauen, was da ist. Ach, kann ich nicht, weil du nicht mitkommst. Was ist das für eine Scheiße? Der abgedichtete Drischer. Hä? Da kann ich einen abgedichteten Trinkschlauch herstellen, okay. Dann stellen wir. Oh, hier können wir schon Mauern bauen. Okay, ich lerne mal das Lagerfeuer. Und Attribut. Oh, fuck. Stärke, Vitalität. Survival, okay. Klingt gut. So, warte, wohin? Geradeaus. Wir müssen hier echt ranglotzen. Ich sterbe jetzt sofort. Mach's gut, für sie, was schön mit dir. Komm, lass da vorne in die Spalte. Da finden wir bestimmt Wasser. Um was zu essen. Ich hab's im Urin. Ja. Dort ist ein wunderschöner Fluss. Dann die Spalte. Ich bin ja nur durstig. Oh nein. Tot? Ja. Wir sehen, wie du stirbst. Oh, da falle ich hin. Und da sagt er in sich so. Ey, steck deinen Kopf nicht in den Sand. Oh lol. Ich bin nochmal geflogen oder so. Oh. Warte mal, ich kann dein ganzes Zeug mitnehmen. cool. Oh Mann, ey, in der ersten Folge schon verreckt, was soll der Scheiß? Da bist du ja schon wieder. Aber warte mal, jetzt kannst du dein Zeug wieder nehmen. Oh warte, dann tue ich das mal wieder zurück, ja. So. Halte E für mehr Optionen. Ja, dann kannst du dein Zeug wieder rausholen. Alles plündern. Ja, voll billig. Öffnen. Oh, guck mal hier, voll grün. Ja, lol. Toll.
Und da wollte ich eigentlich hin. Jetzt hast du meine ganzen Faser und Steine geklaut, du Geier. Ja, ein bisschen muss man auch schon dabei lernen. Lol, da unten ist voll das Wasser, aber. Ich hab es dir gesagt. Da läuft. Keine Ahnung, wer das ist. Du hast auch mein Werkzeug geklaut, du Pillemann. Ich sterb schon wieder. Da hab ich dir wieder reingelegt, Mann. Ey, ich bin schon wieder tot. Lol. Sterb aber auch gleich. Oh fuck. Baue ein Bett, um deine Respawn-Position zu speichern. Ich will nicht sagen, aber der greift mich an. Der greift mich an. Lol, was hier? Ich hab keine Ahnung, was das hier alles ist, aber hier sind viele Monster und ich weiß nicht, warum ich gleich tot bin. Kannst du trinken? Kannst du trinken? Atemluft? Ich bin trinken. Okay. Boah. Kann ich das nicht trinken? Ja, weiß ich nicht. Wohin läufst du? Wo bist du? Oh, was ist denn hier los? Oh, ist das schick hier. Ich hab den getötet! Wie? Wo bist du denn? Den einen Typen. Oh! Fuck, da kommt sein Bruder. Ja, und seine Mutter. Ah, nee, seine Mom, sorry. Wo bist du denn? Ich bin auch tot. Ich werde hier von alles... Ich war unten am Wasser. Ich werde von alles angegriffen. Ich bin so verkackt gerade, ey. Da war aber noch ein Haar. Da bist du. Oh, der haut auf dich weiter drauf. Aber wenn du jetzt... Ich hau ihn, warte. Kann ich respawnen. Bam. Du musst Maustaste drücken. Wo bin ich jetzt? Okay. Hallo? Oh. Oh, ich spawn immer da, wo du bist, Alter. Okay, ich zieh dich quasi hinterher, oder wie? Genau, ich kann auch nicht weiterlaufen, wenn du nicht mitkommst. Ich kann nur einen bestimmten Meter laufen, wir müssen andersrum. Hier war doch schon wieder so dieser Typ gerade. Ja, ich hab's gesehen. Aber wir müssen andersrum, Tino. Da hinten ist die Wasserstelle und so. Da vorne, siehst du, da sind die Palmen. Wenn wir ein Bett bauen... Dann können wir dort immer spawnen. Okay. Na gut. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir checken hier erstmal ganz kurz aus und versuchen mal hier irgendwie survival-technisch hier zu überleben. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Und wir müssen einfach mal schauen, dass wir hier ein bisschen zurechtkommen. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt uns einfach in die Kommentare und so weiter und so fort. Schaut bei Füßi vorbei, ist in der Videobeschreibung und umgedreht dasselbe. Und wir sind erstmal raus. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.